Heute haben wir den ultimativen Battle zwischen Tabulatur und klassischer Notenschrift. Schau mal rein. Hi, ich bin's, der Rudi. Heute gucken wir uns mal ein paar Noten an. Oder auch eine Alternativschreibweise, nämlich die Tabulatur. Die einen sagen, ohne Noten geht's nicht. Die anderen sagen, ohne Noten geht's schon, ist viel einfacher. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wir schauen uns das mal an. Ernie ist auch wieder mit dabei. Wenn ich es richtig gemacht habe, siehst du hier gleich einen Blender mit Darstellungen von Noten und von Tabulatur. Als Download gibt es das auch wieder, als Handout. Dann kannst du es dir nochmal in Ruhe auf dem PC angucken, möglicherweise auch ausdrucken. Dann hast du es auch nochmal auf dem Papier. So, legen wir mal los. Hier siehst du jetzt Viertelnoten. Je nachdem, wo die auf der Linie stehen. Das Notensystem hat ja 5 Linien. Danach richtet sich die Tonhöhe, die dann zu spielen ist. Der Notenwert, also die Viertelnote, sagt etwas darüber aus, wie lang dieser Ton dann klingt. Der entscheidende Vorteil ist, dass dieses Bildchen Note ganz viele Informationen mit sich bringt. Also die Tonhöhe, wir wissen, wie die Notenlinien angeordnet sind über den Notenschlüssel, der vorne am Anfang steht. Wir haben über den Notenwert die Dauer der Note. In der Summe aller Noten wird dann natürlich auch klar, wann, zu welchem Zeitpunkt in diesem Takt diese Note gespielt wird. Es sind sehr, sehr viele Informationen, sehr komprimiert, alles auf ein Bildchen bezogen. Und das ist ein sehr großer Vorteil. Man kann mit einem Blick sehen, hey, was ist da jetzt gefordert? Gleichzeitig ist das aber auch ein Nachteil. Denn diese ganzen Informationen, die da angeboten werden, muss man ja erstmal kennen und in dieses Bildchen reininterpretieren. Und das bringt eine hohe Komplexität mit sich und die muss man wirklich lernen wie eine eigene Sprache. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Notenschrift universell ist. Diese 4 Noten, die da jetzt stehen, können auf jedem Instrument gespielt werden, wenn sie denn in den Tonumfang des Instruments reinpassen. Auch hier wieder gleichzeitig ein Nachteil, denn dieses Universelle führt dazu, dass eine spezielle Spielanweisung, wie mache ich das jetzt speziell mit meinem Instrument, natürlich auf der Strecke bleibt. Im nächsten Einblender siehst du jetzt ein A, beziehungsweise 4 A. Auf der Gitarre haben wir 4 Positionen, wo wir das A spielen können. Und zwar gleichklingend. Also jetzt nicht ein A und dann eine Oktave höher, sondern die sind alle 4 in der gleichen Oktave, gleiche Tonhöhe. Zugegebenermaßen klingen die etwas anders, weil wir sie auf anderen Seiten spielen, aber von der Frequenz her, von der Tonhöhe, sind die als gleichklingend einzuordnen. Das sieht man auch in der Notenschrift. Die Notenschrift jetzt nebendran zeigt eben 4-mal ein A und zwar immer an der gleichen Stelle. Die Tabulatur sagt dir also, wo du das spielen musst, also diese technische Geschichte. Und die klassische Notenschrift sagt dir nur etwas aus über die Tonhöhe an sich. Und da sind wir dann auch schon beim Hauptvorteil der Tabulatur. Die ist relativ technisch ausgerichtet. Die zeigt dir also, wo und wie ein Ton erzeugt wird auf deinem Instrument. Und zwar speziell auf deinem Instrument. Sie ist sehr spezialisiert und ist aufgrund dieser Eigenschaft durch die normale Notenschrift oder durch die klassische Notenschrift kaum zu schlagen. Was ein Vorteil ist, ist auf der anderen Betrachtungsseite natürlich auch wieder ein Nachteil. Wir haben hier natürlich durch diese Spezialisierung auf das einzelne Instrument einen sehr eingeschränkten Einsatz dieser Tabulatur. Also eine Gitarrentabulatur wird nicht funktionieren für eine Ukulele. Da brauchst du eine Ukulelentabulatur. Man kann ein bisschen was abgucken, man kann ein bisschen was ableiten, aber dazu muss man dann schon sich in der Tonwelt wieder auskennen. Also die reine Tabulatur funktioniert wirklich nur für das eine Instrument. Daraus folgt natürlich, dass die Tabulatur nicht universell sein kann. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Tabulaturen. Und selbst wenn wir eine Notationsform finden, wie zum Beispiel bei einer Mundharmonika, wo wir dann eben mit Blasen und Ziehen für die Kanäle, für die Tonkanäle eben Pfeile oder Symbole dann eben anordnen, kann man da auch schon wieder von einer Tabulatur sprechen. Wie bei einem Koordinatenkreuz, X und Y Koordinaten, die dann eben nicht X und Y heißen und Achsen abbilden, sondern eben bei der Gitarre wäre es dann eben die Saite und eben auf der anderen Seite der Bund.
Die Informationsfülle, die mit der klassischen Notenschrift transportiert wird, also durch die Bedeutung, die dem zugeordnet wird, muss bei der Tabulatur sehr aufwendig dargestellt werden. Dadurch wird die natürlich sehr umfangreich, aber da auch wieder sehr eindeutig. Springen wir mal ein Stückchen zurück und schauen uns aus dem letzten Video, aus dem Sapmseus, den ersten Takt mal an, das Schlagmuster. Sollte jetzt hier erscheinen. Okay, das Schlagmuster ist jetzt in Tabulaturschreibweise abgebildet und es ist eigentlich relativ eindeutig, auf welcher Seite in welchem Bund zu greifen ist. Die Seiten sind angeordnet und die Zahlen in der Tabulatur zeigen den jeweiligen Bund an, in dem zu greifen ist und wo die Seite dann auch entsprechend angespielt wird. Angaben zum Timing fehlen hier jetzt allerdings komplett. Wenn du also das Musikstück nicht kennst, schon mal gehört hast, wird es schwierig, das ordentlich nachzuspielen. Anders sieht es da aus bei der klassischen Notenschrift. Die kommt jetzt. Die klassische Notenschrift zeigt natürlich die Timing-Angaben über die Note entsprechend an und die Note zeigt auch anhand der Position im Notensystem auch die Tonhöhe. Was natürlich jetzt nicht mitgeteilt wird, ist, wie wird dieser Akkord, dieser Mehrklang, der jetzt da dargestellt wird, wie wird der gespielt auf deinem Instrument? Dafür funktioniert es aber im Prinzip mit allen Instrumenten. Also das könnte vom Klavier gespielt werden, genauso wie von einer Ukulele, wie auch von einer Gitarre. So, und dann gibt es noch so eine Mischform. Dann nehmen wir jetzt die Notenhälse und die Fähnchen, waren ja alles Achtel und Sechzehntel, nehmen wir jetzt mit in die Tabulatur. Und das sieht dann so aus. Da siehst du einmal die Spielanweisung aus der Tabulatur, das Technische, was ich immer sage, und die Timing-Angaben aus der klassischen Notenschrift. Das ist quasi so eine Mixtur aus beiden Welten. Aber auch diese Kombination, wo wir uns die Rosinen rausgepickt haben aus beiden Systemen, hat einen entscheidenden Nachteil. Denn wenn du diese Notation darstellen willst, auf dem Computer oder selber eine erstellen willst, brauchst du ein Notensatzprogramm. Also sowas wie Guitar Pro oder Tab Pro oder wie die Dinger alle heißen. Und viele davon sind also sehr kostenintensiv und du bist immer darauf angewiesen, eben diesen PC und dieses Programm zur Verfügung zu haben. Da gibt es auch eine Abhilfe. Und zwar kann man auch Tabulaturen mit einem einfachen Schreibprogramm erstellen. Im Grunde genommen sogar auf einer Schreibmaschine. Und da wir auf dem PC einen Zeichensatz haben, einen ASCII-Zeichensatz, werden diese Tabulaturen dann auch ASCII-Tabs genannt. Da kann man eben mit einer bestimmten Schriftart, wo eben alle Buchstaben, alle Lettern den gleichen Platz einnehmen, diese Tabulaturen darstellen und mit den Buchstaben dann quasi diese Systeme zeichnen. Wichtig ist dabei, dass da die Timing-Angaben mit übernommen werden. Jetzt können wir damit natürlich keine Notenhälse und keine Fähnchen darstellen. Aber jeder Notenhals und jedes Fähnchen und jeder Notenwert steht ja an einer bestimmten Stelle im Takt. Und diese Stellen sind markiert durch, richtig, haben wir schon mal gemacht, durch die Zählzeiten. Also immer fleißig oben die Zählzeiten drüber schreiben. Bei Vierteln eben nur 1, 2, 3, 4, bei Achteln 1 und 2 und 3 und 4 und bei Sechzehnteln erste unter, zweite unter und so fort. Und dann hast du im Nu deine Tabulatur zusammengeschrieben mit den richtigen Timing-Angaben, mit den richtigen Zeitpunkten, wo die Noten gespielt werden. Was auch dabei wieder fehlt, ist die Notenlänge. Wir wissen zwar, wann die Note gespielt wird, aber nicht, wie lange sie klingt. Also der Notenwert geht uns bei dieser Schreibweise dann trotzdem immer noch flöten. Du siehst, egal welche Notationsform du auch wählst, es wird immer Vorteile oder Nachteile geben. Selbst dann, wenn du aus beiden Systemen dir was zusammenschusterst. Wichtig ist eins, du musst dich für eine Sache entscheiden und mit dieser Sache gut zurechtkommen. Es nutzt nichts, jetzt auf Biegen und Brechen die Notenschrift, die klassische Notenschrift zu lernen, weil die ja so viel besser sein soll, wenn du damit überhaupt nicht klarkommst und das Spielen tatsächlich auf der Strecke bleibt. Nimm die Tabulatur, wenn du damit besser zurechtkommst, guck aber auch immer nochmal auf die Notenschrift, weil aus beiden Sachen oder aus beiden Welten sind so viele Informationen, die dir weiterhelfen, Musik zu machen und deine Musik auch
mit anderen zu teilen, das mitzuteilen. Denn die geschriebene Musik hat die Funktion, dass die Idee, dieser Song, dieses Stück, was du geschrieben hast, festgehalten werden kann, transportiert werden kann und von jemand anders nachgespielt werden kann oder mit dir zusammengespielt wird. Und das ist eigentlich das Spannende an der Sache, die Notenschrift als Medium zu nehmen, um die Freude, die du beim Spielen hast, zu verbreiten. Das war's auch schon. Wenn du Musiker bist oder mit der Musik anfangen möchtest, bin ich gerne für dich da. Im Web roadhousemusic.com, per E-Mail, per Telefon, per Handy und natürlich hier im Laden. Wenn du weiter weg wohnst, dann bitte, gib den Local Heroes in deiner Nähe eine Chance, sowohl beim Unterricht als auch beim Equipmentkauf. In diesem Sinne, hau rein und bleib tapfer.